Hallo, herzlich willkommen zu unserem 11. Talk Pitch Your Problem, heute mit dem Thema Social Media und Influencer Marketing und die Auswirkungen auf das Influencer Marketing durch Corona, weil wir uns ja in unseren Talks immer mit dem Thema auch Corona beschäftigen wollen. Heute haben wir als Gast den lieben Serge, der kommt von der Agentur Kreativ und Frei und kann uns gleich mal selbst erzählen, was er so macht. Vorher möchte ich aber noch meinen Mitmoderator begrüßen, wie immer an Bord, Captain, Blaubeer wollte ich schon sagen, nein, Captain Christian Stobbe. Hallo zusammen. Moin. Ja, Serge, fang einfach mal an. Erzähl doch mal ein bisschen von dir, was du so machst, damit unsere Zuhörer und Zuschauer auch so ein bisschen einordnen können, wo deine Expertise liegt und worüber wir heute diskutieren wollen. Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Wie gesagt, mein Name ist Serge, ich bin Content Creator, würde ich mal so vorsichtig sagen. Das ist so ein neuer Begriff, der seit ein paar Jahren existiert, weil ich Content für Unternehmen produziere, damit sie auf Social Media, auf den Webseiten überall präsent sein können. Und früher habe ich immer versucht, das zu erklären, indem ich gesagt habe, ich bin Fotograf, Videograf, ich mache geile Grafiken und so weiter und so fort. Und irgendwann war das halt zu viel. Und dieser Begriff Content Creator kam irgendwie so passend und habe ich gedacht, ja, das trifft es. Und ich bin Content Creator, ich habe meine kleine Mini-Ein-Mann-Agentur, aber ich arbeite mit verschiedenen Freelancern auch zusätzlich. Und ich erstelle Content für große, mittelständische, kleine Unternehmen. Das sind Fotos, das sind Imagefilme, das sind Reportagen, Events, die ich filme, damit die Leute dann Stoff haben, um im Netz präsent zu sein. Parallel zu diesem ganzen Freelance, zu diesem ganzen Dienstleistungsbusiness habe ich auch meinen eigenen YouTube-Kanal, ich habe meinen Podcast, ich bin ständig auf Instagram präsent. Und versuche anderen Content-Creatern, die gerade beginnen, so über Business zu erzählen, was ich halt weiß mittlerweile und Fehler, die ich gemacht habe. Und versuche denen einfach ja, Mehrwert zu bieten und zu zeigen. Ich drehe Vlogs auf YouTube, damit sie sehen, wie manche Aufträge ablaufen, wie so der Alltag aussieht, was für Probleme da kommen, ja, etc., etc. Also, auf einer Seite Content Creator für Unternehmen, auf der anderen Seite Content Creator für mich selber. Also heißt, wir haben den perfekten Mann, der gleichzeitig auch neue Content Creator coachen kann und der sich auch unter anderem mit dem Thema Influencer Marketing auskennt. Ich habe so ein bisschen Ja. im Vorgang zu dem Talk auch ein bisschen mich mit dem Thema näher beschäftigt. Also neben dem, dass man natürlich privat auf Instagram unterwegs ist und dass man auch so ein bisschen, sag ich mal, ja, ein Gefühl dafür hat, was da eigentlich passiert. Was ich aber interessant fand, war, ich habe das heute noch gelesen, dass der Bundesverband, muss mal gerade schauen, wie der heißt, genau, der Bundesverband Digitale Wirtschaft hat eine repräsentative Studie ausgegeben zum Thema Influencer Marketing und hat dabei festgestellt, dass jeder fünfte Deutsche schon einmal aufgrund einer Influencer-Präsentation, also quasi eines Posts oder einer gesponserten Werbung generell in Form einer Story, dann ein Produkt über Instagram gekauft hat. Und da stellt sich mir dann die Frage, wenn das jeder fünfte Deutsche bisher schon war, was ist passiert jetzt zu Corona-Zeiten? Weil letzten Endes hat sich der Markt ja dadurch dann auch entsprechend aufgebaut. Sorgt das dann in diesem Markt sozusagen ja für eine Konsolidierung oder ist der Markt jetzt durch Corona noch stärker gestiegen und ja, das Kaufverhalten damit auch einhergehend dann auch noch mal stärker geworden. Wie siehst du das denn? Ich glaube, beides war auf der einen Seite gestiegen, auf der anderen Seite abgefallen. Ich glaube, dass bei den großen Brands, die Influencer nutzen, die haben dann mehr quasi Wert drauf gelegt, Influencer ins Boot zu holen, damit sie mehr verkaufen, weil deren Einkäufe ein bisschen runtergegangen sind. Aber da sie genug Budget haben in deren Marketing-Topf, haben die vermutlich mal mehr ausgegeben, damit die Leute mehr werben, damit mehr gekauft wird.
bei den mittelgroßen und so kleinen, die auch mal Influencer-Marketing genutzt haben, aber ich kenne zum Beispiel eine Schmuckherstellerin aus Düsseldorf, die selber per Hand Schmuck herstellt, die hatte kein Geld dafür, weil sie musste schauen, dass sie selber überlebt, sie hatte kein Geld für Influencer. Und die Influencer selber, wie ich schon im Vorgespräch auch dir gesagt habe, ich glaube, dass die Influencer, die große Reichweite haben und pro Auftrag gutes Geld generieren, die konnten auf jeden Fall diese paar Monate überleben, wie zum Beispiel Mark Eggers, mit dem ich arbeite. Da ist ja nicht viel passiert. Maddie Nigmatullen, seine Freundin Maddie, die hat auch mega enorme große Reichweite. Da ist auch nicht viel passiert. Also die hat genauso weiter Geld generiert und genauso Aufträge gehabt. Ist es denn tatsächlich so, da haben wir ja eben schon mal kurz drüber diskutiert, dass es eben nicht nur die Reichweite ist, sondern eben auch eine gewisse Konsistenz in dem, was man tut. Ja? Reichweite ist das eine, und du hast eben mal kurz erklärt, dass eben letztendlich auch wichtig ist, dass man kontinuierlich und eben konsequent eine gewisse Linie verfolgt, um dann eben solche Zeiten auch zu überbrücken und nicht abhängig von Werbequoten oder sozusagen Werbebudgets von größeren Unternehmen oder gesponserten Produkten dann zu sein. Es geht zum größten Teil und mittlerweile schon, glaube ich, seit ungefähr 2 Jahren geht es nicht mehr um die Breite, sondern um die Tiefe. Viele Agenturen, ich habe mit einer zum Beispiel gearbeitet, die haben immer lieber kleinere gesucht, die zwischen 5.000 bis 10.000 Follower haben, zum Beispiel auf Instagram oder YouTube, weil die sagen, diese Influencer, die Kleinen, die haben noch die ehrlichste und die beste Community. Und die sind selber noch nicht so, vorsichtig ausgedrückt, hochnäsig. Deren Budget, also deren Gage ist nicht so hoch. Und die sagen, lieber engagieren wir 10 kleine, anstatt einen großen, bei dem wir nicht wissen, ob da überhaupt die Tiefe besteht oder nicht. Ob da die Klicks sich rentieren oder nicht. Weil, wie gesagt, man kann eine große Reichweite haben, aber keine Tiefe. Das heißt, keine gute Bindung zu den Followern. Man ist halt nur hübsch und sieht gut aus, die Leute folgen dir, aber wenn du versuchst, ein Produkt zu verkaufen, keiner klickt drauf. Und es gibt andersrum Leute, also zum Beispiel, ich habe mit Tané Christine gearbeitet, die hat bei Sylvie Mais Dessous Show gewonnen. Die hat mit ihren 50.000 Follower viel mehr Klicks generiert als manche mit 200.000 und 300.000, weil sie eine kleine, aber ehrliche und so tiefe Gemeinschaft hatte, also Community, wo die Leute einfach ihr vertraut haben. Die hat nie Mist rausgehauen, die war immer ehrlich, immer authentisch. Und wenn sie was gepostet hat, dann wurde sofort geklickt. Und von daher, Reichweite ist heute absolut nicht von Bedeutung. Weil es gab auch Zeiten, da haben die Leute mit Hilfe von Boten und allem, haben sie Reichweite eingekauft. Und du kannst es schwer prüfen, wenn man auch noch im Photoshop kurz mal die Statistik manipuliert. Ja. Du kannst aber nur anhand von Kommentaren, von Likes und so weiter, das mehr sehen und verfolgen, wie tief da die Community ist. Okay. Christian, an dich als Strategen die Frage. Also so ein bisschen bist du ja auch informiert, was so die Werbebudgets angeht, die Unternehmen, sage ich auch mal, für Social Media dann letztendlich raushauen. Siehst du in dem Rückgang der Budgets, die ja dann zu Corona-Zeiten teils dann tatsächlich auch eingestampft worden sind oder halt erheblich reduziert worden sind, siehst du da eine Chance für eben solche Leute, wie jetzt Serge auch sagt, in die Tiefe reinzugehen, weil man ja, wenn man jetzt startet, letzten Endes ja logischerweise jetzt erstmal seine Follower sich erarbeiten muss? Ja, also ich glaube, das ist natürlich auch im Bereich digitaler Marketingaktivitäten, Social Media zu einer Reduktion erstmal gekommen ist, wie bei vielen Werbeausgaben während Corona. Ich glaube, das hängt mit der Krise einfach zusammen. Aber nicht nur damit, sondern ich glaube auch mit der Tatsache, dass Influencer-Marketing auch schon vor Corona, wie der Serge das gerade schon mal dargestellt hat, auch eine gewisse Evolution durchgemacht hat. Am Anfang war das mehr ein Hype. Es gab eher die wenigen Großen, als dann jetzt wirklich eine wirkliche Bandbreite, die zumindest in den Fokus der Öffentlichkeit getreten ist. Mittlerweile haben also auch die großen Konzerne, wenn wir allein an Otto denken,
Mikro-Influencer-Strategien entwickelt, bauen ganze Mikro-Influencer-Datenbanken auch auf, bieten ihren eigenen Mitarbeitern das ein. Dort gibt es mittlerweile die größte Corporate-Influencer-Plattform, wo sich Mitarbeiter letztendlich registrieren können und dann entsprechend auch als Influencer für Otto deren Marken oder deren Produkte agieren können. Und also ich kann das Serge auch nur bestätigen, ich glaube, dass halt diese mittelgroßen oder auch durchaus kleineren meistens eine viel, viel bessere Expertise haben, was bestimmte Themenbereiche angeht oder Produktbereiche angeht, während es viele gibt oder viele, die auf Reichweite gehen, die da wirklich letztendlich, wie sagte Serge, nur hübsch aussehen. Also das war während Corona ziemlich auffällig. Es hat sehr, sehr viele Influencer gegeben, die auch auf einmal nach Rettungsschirm und Co. gerufen haben, weil deren Geschäftsmodell eigentlich darauf bestand, also ich weiß nicht, so ab März, April nach Mallorca zu fliegen und dann auf irgendeine andere karibische Insel und dann da am Strand rumzuturken, halb nackt und irgendwelche Produkte in die Kamera zu halten. So, und das ist natürlich sofort durch Corona nicht mehr möglich gewesen, beziehungsweise halt hat das auch nochmal, glaube ich, auch vielen, die dann vor dem Smartphone oder so sitzen, dann auch gezeigt, dass es da halt, ne, also diesen Begriff der Tiefe von Serge, den würde ich hier dann auch nochmal aufgreifen, dass die auch, also dass das Publikum auch teilweise gemerkt hat, dass das einfach nur, ich sag mal, die modernen Klassenclowns sind, während es andere gibt, die halt während Corona auch einen Mehrwert geboten haben. So, das sei es von Motivation, Psychologie, durch die Krise zu kommen, durch Fitnessvideos, die sie zu Hause gedreht haben, durch Tipps und Tricks, aber natürlich auch durch ihr Marketing. So, aber dann halt auch für ganz andere Produkte oder was ich festgestellt habe, ganz massiv, Serge hatte das eben gesagt, die großen Brands, die haben Influencer eigentlich dazu eingesetzt, um, ja, sie auch Coca-Cola oder so positive Nachrichten während Corona einfach zu verkaufen. Also wirklich positive Emotionen, Assoziationen auch mit der Marke, die Marke als Begleiter durch die Krise und da gar nicht mehr wirklich auf Produkte gegangen sind. Halt. Also insofern, lange Rede, kurzer Sinn, Influencer-Marketing macht eine Evolution durch und ich glaube, es nivelliert sich langsam wirklich bei denen mit einer Expertise, die wirklich einen Wert schaffen in der Beziehung auch zu ihrem Publikum. Und langfristig wird digitales Marketing, Social-Media-Marketing und damit natürlich auch Influencer-Marketing von Corona oder der Digitalisierung weiter profitieren. Das heißt, ich fasse das mal zusammen. Es findet eurer Meinung nach da tatsächlich eine Konsolidierung statt und auch die Follower ändern sich. Es geht eben nicht mehr darum, zu schauen, in welcher schönen, heilen Welt manche Menschen leben, weil das ist ja eben der Punkt, nach Mallorca fliegen oder entlegene Orte, sage ich mal, bereisen, die man dann eben über Insta und so weiter dann postet. Das suggeriert ja den anderen eine Nichtnahbarkeit einer nicht erreichbaren, wunderbaren Welt. Das ändert sich jetzt sozusagen in den Faktor eher in die Tiefe, da greife ich den Begriff nochmal auf, in die Tiefe zu gehen, um dann auch so ein bisschen tatsächlich nahbarer, also quasi genau das Gegenteil zu bewirken, nahbarer als Influencer zu sein und auch eben aus dem Real Life dann letztendlich zu berichten und damit dann auch wieder ja vielleicht glaubwürdiger auch zu sein. Ja. Ja, wobei das eine sehr positive Betrachtung ist. Ne? Also ich glaube, Influencer-Marketing hat ähnlich wie Social Media oder digitale Geschichten generell einfach auch eine negative oder eine Schattenseite. Wenn wir an unseren Veggie Adolf da aus Berlin denken oder auch andere, ich sag mal. Du musst das kurz sagen, wenn du damit meinst. Ich glaube nicht, dass alle das. Aha! Können, aber auf Aha, ne? Veggie Adolf. Ja, genau. Er hat mal erfolgreiche vegane Bücher geschrieben, ne? Aus nachhaltig produzierter Jemand hat ihm doch vorgeschlagen, ein Buch zu schreiben. Jemand hat ihm vorgeschlagen, ein Buch zu schreiben, meinen Kampf zu nennen, Punkt Aha. Ja, aber bei allem Humor, ne, am Rande, man muss sich halt am Abend gucken, man kann natürlich Influencer-Marketing oder was weiß ich, Influencer, die sich selbst als Influencer empfinden oder das natürlich auch sind, natürlich auch dann dazu nutzen, diese Macht zu missbrauchen, beziehungsweise halt einfach Verschwörungstheorien in die Welt zu blasen. Insofern hat man natürlich auch erfolgreiche Personen, ja, die erzeugen ja teilweise auch beeindruckende Reichweiten. Das heißt aber noch lange nicht, dass das, was sie da tun, wirklich sinnvoll ist oder auch eine Bereicherung der Social-Media-Welt ist halt. Das muss man aber nach wie vor, glaube ich, einfach auch auf dem Radar halten. Und ich glaube halt, ein ganz wichtiger Aspekt, den Corona auch nochmal aufgezeigt hat, ist, dass auch Influencer-Marketing oder die Influencer, die das tun, eine gewisse Verantwortung haben und diese Verantwortung mit Reichweite und Einfluss einfach auch wächst.
Ja, und der Markt ist halt so gut wie überhaupt nicht reguliert. Ja, also es gibt in anderen Bereichen ganz andere Möglichkeiten, aber hier ist es halt wirklich sehr eine sehr persönliche Entscheidung. Nehme ich daran teil oder ne, wie auch unser ehemaliger Sänger hier oder eigentlich immer noch Sänger, aber der ist ja mittlerweile komplett abgedriftet. Der benutzt seine Mega-Reichweiten, der wirklich also um die abstrusesten Theorien mittlerweile zu. Du meinst den Xaver? Ja. Und Xavier. Ne, also das ist natürlich dann auch die gefährliche Seite dieser ganzen Social-Media-Nummer und auch der Corona-Zeit gewesen, beziehungsweise ist ja noch nicht mal vorbei. Wenn man sich die Demonstration in Berlin anguckt, die Teilnehmerzahl, aber auch der Organisationsgrad, gerade durch digitale Medien, die erreichen, oder vielleicht auch mal als neuer Aspekt für die Diskussion, da wird sich der Serge auch gut auskennen. Ja, Social Media ist ja nicht nur das, was wir sehen auf Facebook und Instagram. Social Media besteht ja mittlerweile zum viel größeren Teil aus dem sogenannten Dark Social. Ja, also das ist alles das, was sozusagen mit Messengern stattfindet und überhaupt nicht direkt in irgendeiner Form ein gewisses Publikum überhaupt hat. Wenn man sich auf Telegram anguckt, wie da teilweise die Kanäle auch von Attila Hildmann und Co. explodiert sind. Also das, was wir in der Öffentlichkeit wahrnehmen oder wenn wir uns dann darüber aufregen, wenn Xavier Naidoo auf YouTube irgendein Video da dreht und irgendeinen Songtext einsingt, das ist nur die Spitze des Eisberges. Das wirklich richtig Schlimme oder teilweise Radikale, das findet dann im Dark-Social-Bereich statt, per WhatsApp oder per Telegram. Und das hat so einen Großteil jetzt auch der Politik überhaupt noch nicht mal auf dem Radar bis jetzt aktuell. Das ist ja das. Serge, bist du noch da? Einen Moment, wir haben gerade. Ja, der hat wahrscheinlich. Der hat das Video. Ich bin da. Ich habe nur kurz Video abgeschaltet. Für die Bandenweite. Genau, weil ein bisschen Internet wieder gerade, genau, ein bisschen gesponnen. Deswegen habe ich kurz, damit der Sound da bleibt, aber. So, du hattest gerade gesagt, dass da im Hintergrund viel abläuft, Chris. Aber ist es denn tatsächlich das auch dann, was jetzt, sage ich mal, so ein Aha oder so ein Xaver dann auch wollen? Die wollen doch eigentlich eher, dass das dann direkt öffentlich, jetzt Twitter, Instagram, direkt rausgeht. Na, würde ich so nicht sagen. Nee? Also ich glaube, dass das auch Teil des Narrativs ist, die diese Personen nutzen. Telegram ist halt etwas, wo ich kontrollieren kann, wer Zugang zu meinen Informationen hat, zumindest bis zum gewissen Grad. Ich kann da viel mehr über die Stränge schlagen, ohne dass ich direkt abends in der Tagesschau auftauche. Und das bringt natürlich auch, ich sag mal, Social Media ist in erster Linie Psychologie und auch Emotionen. Ja, das ganze Influencer-Marketing, du hast es eben selbst gesagt, funktioniert darüber, dass die Leute sich heile Welt wünschen oder sich Leute angucken, an die sie so oder an deren Lebensstil sie so vielleicht gar nicht rankommen. Und bei dieser Klientel, glaube ich, ist es halt auch einfach dieses Subversive oder dieses dann doch etwas geheime Netzwerk, ja, oder also dass man halt schon versucht, auch sich darüber noch ein bisschen von der Gesellschaft zu distanzieren oder beziehungsweise nochmal ganz klar auch zu zeigen, ja, wir sind hier eine geschlossene Runde oder so. Also ich glaube, das gehört mit zum Teil des Spiels. Ja. Auf der anderen Seite nimmt ja Attila Hildmann zum Beispiel auch kein Blatt vom Mund, wenn eine Fernsehkamera davor steht. Also wenn ich mir angucke, was da teilweise mitgefilmt worden ist in Berlin, das sind Aussagen, da würde der Normalsterbliche von uns schon lange irgendwie vom Verfassungsschutz oder von der Polizei einkassiert worden. Absolut. Aber und sowas von. Also bei sowas bin ich tatsächlich auch immer sprachlos, wenn ich sowas sehe. Also auch beim Xaver oder jetzt, ob das jetzt Xavier Naidoo oder Attila Hildmann als Beispiele sind, da machen jetzt kein Bashing da, wobei sie es letztendlich meiner subjektiven Meinung auch verdient hätten. Aber was ich mich einfach frage, was geht in deren Köpfen vor? Ja, was passiert, wenn sie solche Dinge da raushauen? Ja, nehmen wir mal Attila Hildmann. Also ich bin jetzt selber in der Küche unterwegs und muss sagen, von seiner fachlichen Kompetenz, also das, was sozusagen rüberkommt, wenn man jetzt mal seine Gerichte kocht und so wie er in den Markt eingetreten ist, muss ich sagen, war das top. Also das hat er meiner Meinung nach richtig gut gemacht und hat er auch schon frühzeitig im Markt erkannt. Was geht in so jemandem vor, wenn der komplett seine Richtung von 0 auf 100 wechselt? Ich verstehe das nicht. Der macht doch sein komplettes Geschäftsmodell damit kaputt. Also ich will jetzt nicht sozusagen alle über einen Kamm scheren, aber ich gehe jetzt mal von der vegetarischen, veganen Fraktion aus, dass die doch eher so ein bisschen politisch grün
im wahrsten Sinne der Farbe angehaucht sind. Ne? Vertäuschst du dich. Also das, ja. Das, was ich esse oder worüber ich blogge oder ein Buch schreibe oder ob ich ein Koch bin oder Polizist, das ändert nichts daran, dass ich auch ein Arschloch sein kann oder auch ein Nazi sein kann. Der bekannteste Veganer aller Zeiten ist Adolf Hitler gewesen. Also ich glaube, das hat mit einer politischen Einstellung nicht viel zu tun. Ich sag mal so, Attila Hildmann, also wir wollen das jetzt nicht zu sehr ausbreiten, aber vielleicht... Nein, aber es ist ein Phänomen. Ne? Ja, klar, aber ich sag mal, Attila Hildmann ist davor schon durch verschiedenste Sachen aufgefallen. Also da brauchst du nur die Google-News-Suche anzuschmeißen. Das ist nicht erst mit Corona gewesen, sondern ich glaube, dass viele Influencer, die machen das wirklich aus Überzeugung, ob nun im Positiven wie im Negativen. Also der Serge hatte ja eben von sehr positiven Fällen auch berichtet. Und ich glaube, wenn die dann erfolgreich sind und diese Tiefe auch mit reinbringen, dann machen die das aus einer gewissen Professionalität und auch Überzeugung heraus. Dann gibt es aber viele, die mal mit dem Strom schwimmen, beziehungsweise die es vielleicht auch Überzeugung machen, aber leider dann abdriften in eine falsche Ecke. So, und ich glaube, wenn man sich anschaut, wie viele Reichsbürger wir mittlerweile in Deutschland haben, wie viele Leute wir haben, die haben die 5G-Verschwörung und. Also ich glaube, dass ein Großteil der Bevölkerung einfach letztendlich momentan wirklich Probleme hat, sich zu orientieren oder Orientierung zu finden. Die finden sie nicht mehr in der Politik vielleicht oder fühlen sich da nicht mehr verstanden und dann rutschen da halt Stellvertreter rein. So. Und dann hängt es davon ab, wo du halt politisch herkommst, wie du politisch gefestigt bist. Und dann, ja, dann bist du entweder auf einmal Kevin Kühnert-Fan oder halt dann Hildmann. Also das, da kann man, glaube ich... Es ist so wie gestern bei Maischberger, entweder du bist dann Palmer-Anhänger oder du bist halt dann hier von unserem Virologen der Anhänger. Ne? Also es ist schwer zu erklären. Ich glaube letztendlich, dass die psychologischen Aspekte dahinter aber ähnlich sind, wie jetzt mal wieder, um auf die weiße Seite der Social-Media-Influencer-Geschichten zu kommen, das dort auch ist. Also wenn man sich da viele anguckt, die machen das aus Überzeugung und die stehen hinter den Produkten und das spürt man mittlerweile auch. Und ich glaube, dass das sogar, um den Kreis dazu schließen, auch zu Serge wieder, ich glaube, das sind sogar die mittelgroßen oder die kleineren, die da eher mit Überzeugung rangehen oder auch mit einem entsprechenden Engagement, als die Hochbezahlten, die heute Werbung für Duschgel machen und morgen sich vor die Waschmaschine setzen und Mancherie-Pralinen fressen. Ja, und versuchen, eine möglichst natürliche Position zu imitieren. Milka. Oder Milka, was auch immer. Ja. Serge, wenn du in so eine Produktion reingehst, also du hast eben auch gesagt, du als Content Creator bist du ja auch für die Videoproduction zuständig. Wie sieht das, wie kann man sich das vorstellen? Bekommst du da gewisse Vorgaben oder darfst du das, so wie jetzt auch deine Agentur heißt, kreativ und frei gestalten? Oder gibt es jetzt bei diesen Influencern auch schon Manager, die sagen, ey, der muss jetzt da so ein bisschen eher rechts stehen, links, also ihr merkt, ich kenne mich jetzt mit diesem Model und Influencer-Dasein nicht so besonders gut aus, aber gibt es da irgendwelche Vorgaben oder ist das auch wieder unterschiedlich, je nach Zielgruppe? Ganz kurz, bei mir hängt alles. Liebe Zuhörer und Zuschauer, wir sind wieder der Beweis, wir sind in Deutschland. Ja. Und da lacht da wieder der Captain Blaubeer. Das ist wieder ein inneres Fest, dass das Internet nicht funktioniert. Ne? Wobei wir ehrlicherweise dazu sagen müssen, der Serge sitzt am Bodensee. Das ist ja eine Region, die ist ja schon quasi unten in Deutschland. Also das ist dann schon wieder ein bisschen weiter weg vom Zentrum der Macht hier in Düsseldorf. Ich freue mich nicht, dass die Sendung nicht funktioniert. Ich freue mich mal wieder, dass wir live erleben, wie hoch der Digitalisierungsgrad unserer Infrastruktur in Deutschland ist. Mit Verlaub, es kann doch nicht sein, dass im Jahr 2020 in einem flächenmäßig so kleinen Land und bevölkerungsreichen Land wie Deutschland wir es nicht hinkriegen, eine Videokonferenz zu machen, oder? Also jetzt stellt euch mal das mal hochgespielt vor. Lockdown, die Schulen unten am Bodensee, wo Serge gerade ist, was sollen die denn machen mit 30 Schülern? Schickt der Lehrer Brieftauben mit irgendwie 3 Kilobyte Daten am Fußgelenk befestigt los oder wie? Ja, also ich finde das auf der einen Seite ist es irgendwie lustig, auf der anderen Seite finde ich das todtraurig. Wir hatten das beim letzten Mal in unserer letzten Sendung ja auch mit dem Oberstudienrat. Und also das ist immer noch ein gravierendes Problem hier. So, und wenn Corona weitergeht, so wie es momentan ausschaut mit regionalen Lockdowns, dann bin ich gespannt, wie die Bundesregierung da schnellstmöglich Abhilfe schaffen will. Gerade in den ländlichen Regionen oder infrastrukturell bisher abgehängten.
Aber Vodafone brüstet sich doch gerade damit, dass sie die Regionen jetzt schnellstmöglich sozusagen ans Glasfasernetz anschließt. Und wir haben auch eben, bevor es losging, auch mit Sascha nochmal darüber diskutiert, dass er eigentlich einen funktionierenden Kabelanschluss hatte, der dann von Unity Media auf Vodafone umgeswitcht worden ist. Und plötzlich, ja, es ist da die Leitung verschwunden. Und er ist jetzt, glaube ich, mit seinem Internetvolumen drin, ne? Also über Ja, 4G oder sowas. korrekt. Jetzt ist er Ja, gerade auch aber schon mal jetzt ganz ist rausgeflogen. er ganz, ganz Ja. verschwunden. Na gut, fragen wir ihn gleich nochmal zu dem Thema. Aber Christian, dann sag du nochmal was dazu, wenn du jetzt, sage ich mal, du bist ja auch als Content Creator für ein großes mittelständisches Unternehmen verantwortlich. Wie gehst du bei den Posts vor, die du sozusagen für dieses Unternehmen dann generierst? Was ist so dann der Ansatz? Also wir nennen jetzt keine Namen, weil Werbung, unbezahlte Werbung es wäre, aber das ist ein Papierhersteller, der sich auch der Nachhaltigkeit gewidmet hat und sich da auch drauf konzentriert. Wie werden solche Redaktionspläne gestaltet? Wie werden die diskutiert? Was ist sozusagen da die Zielvorgabe an dich? Ja, also erstmal grundsätzlich, du hast gerade von deutschem Mittelstand gesprochen. Da haben wir noch immer eine relativ hohe Quote von Unternehmen, die im Bereich gerade digitales Marketing noch nicht so weit fortgeschritten sind. Insofern ist die Vorstellung, dass es da fertige Redaktionspläne gibt oder so, eher schwierig. Natürlich kann man Redaktionspläne schreiben, aber meine Erfahrung ist halt ganz massiv nicht nur bei den Kunden. Gerade wenn du aus der Corporate-Perspektive heraus Social Media betreibst und das wirklich gut machen willst, dann bist du angewiesen darauf, dass du halt wirklich menschlich, authentisch bleibst, dass du die Mitarbeiter zeigst und nicht Stockmaterial, dass du keine gestellten Situationen zeigst. Und dazu benötigst du halt Content, der aus dem Team, aus der Belegschaft dieses Unternehmens kommt, aktiv unterstützt von der Personalabteilung oder auch von anderen. Und wenn das nicht stattfindet, dann ist der tollste Redaktionsplan innerhalb kürzester Zeit irgendwie nur heiße Luft. So, insofern ist eigentlich die Hauptaufgabe jetzt hier gerade bei dem Kunden, aber auch bei anderen Kunden, ne, also Content Creator, was du gerade nochmal erwähnt hattest oder was der Serge letztendlich als Berufsbezeichnung benutzt, das ist eigentlich eher der Content Hunter, der dann im Unternehmen unterwegs ist und versucht halt, sich die Dinge zusammenzuklauben. Das wird mit der Zeit natürlich immer besser, gerade weil die Leute dann auch merken, dass da Reichweiten erzeugt werden oder aber auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter es natürlich auch mal toll finden, wenn sie selbst irgendwie auf dem Instagram-Channel auftauchen oder wir haben zum Beispiel den gesamten Bereich Recruiting komplett auf Mitarbeiter gesetzt. Es gibt keine Stockmaterialfotos, sondern die Mitarbeiter, die man in Jobanzeigen sieht oder in Situationen auf der Arbeit, das sind alles wirklich echte Menschen, die dort arbeiten oder Auszubildende sind. Und ich glaube, das ist dann auch der Unterschied. Also wenn man sich die Reichweitenentwicklung anguckt, das ist ein Papierhersteller, das ist jetzt nicht so sexy wie ein Dessous-Hersteller. Da hat man eh ganz andere Zuwachsraten oder Reichweiten. Das ist eher eine regionale oder sogar eine lokale Geschichte. Da geht es um Nachbarschaftsmarketing, da geht es um Digital Recruiting. Also, dass man halt wirklich versucht, über diese Kanäle dann auch mehr neue Mitarbeiter zu finden. Und da hat man ganz andere Wachstumsraten. Aber was man halt dann wiederum feststellt, ist, man hat ganz andere Engagementraten. Also, wenn ich den Instagram-Account nehme, da sind wir im hohen dreistelligen Bereich. Haben aber eine Engagementrate von 30%, 35%. Das heißt also, 30 bis 35% unserer Follower reagieren auf jeden Post. Und das ist natürlich verglichen mit anderen schon sehr, sehr viel. Was machst du denn? Ich musste Andi gerade was zeigen. Ich kann es ja sagen, ist ja kein Geheimnis. Mein Akku geht gleich leer und er hat mir jetzt angezeigt, Batteriestand 5%. Und was hat der CIO vergessen, das Was Ladekabel da? mitzubringen? Der Andi hat dann so gemacht, ne? Aber ich Ja. kann ihn jetzt halt leider nicht zeigen. Aber ich bekomme gleich wieder Saft. Ich hoffe, dass das jetzt auch aushält, bis der Andi mit seinen sportlichen Beinen unten im Erdgeschoss das Kabel geholt hat. Nee, aber das, was du gesagt hast, mit diesem Content und auch eben diesen Vorgaben, das haben wir tatsächlich, da kann ich auch wieder ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, in unserer Corporate-Welt erfahren. Wir haben
letzten Endes unseren YouTube-Kanal, damals als AXA Startup Center, also Innovationseinheit von AXA, haben wir einfach so, YouTube habe ich gesagt, ich meinte Instagram, einfach so aufgebaut mit natürlichem Content aus unserem tagtäglichen Leben. Und haben das überhaupt gar nicht auf sozusagen irgendein Produkt oder auf den Konzern bezogen. Wir haben natürlich logischerweise immer unter dem Label AXA das Ganze ausgeführt, aber eben andere Dinge gepostet, die mit dem Geschäftsmodell als solches nichts zu tun hatten. Und das Phänomen war, ja, dass wir stetig eine Followerzahl hatten, die dann auch nicht nur konsistent war, sondern auch eben gewachsen ist. Und es hieß nachher am Ende des Tages, ja, das sind die Jungs von AXA. Ja, also das heißt, man hat tatsächlich, trotzdem wir nicht auf, sage ich mal, ein Produkt oder auf ein Naming jetzt so uns konzentriert haben, uns mit dem Unternehmen verbunden. Und das war das Erstaunliche, wo ich auch gedacht habe, hey, es funktioniert eigentlich eher mal fernab von Geschäftsmodellen was zu posten, Authentizität zu posten und eben Nähe zu posten und einfach aus dem alltäglichen Leben was zu präsentieren, als jetzt tatsächlich auf diese Marke dann direkt einzugehen. Ja, aber das, ich glaube, da muss man verschiedene Ebenen einfach unterscheiden, wo man Social Media für einsetzt, welche Ziele man dafür verfolgt. Also letztendlich ist es, glaube ich, so, wenn man sich als Konsument für eine Marke interessiert oder auch für ein Produkt, dann interessiert man sich auch natürlich ein bisschen vielleicht für das Unternehmen dahinter oder für die Menschen, die dieses Produkt bauen oder erzeugen, konstruiert, entwickelt haben oder die eine bestimmte Dienstleistung entwickeln. Also gerade im produzierenden Gewerbe, Mittelstand, da ist es halt natürlich so, da wollen die Leute, gerade wenn wir über Arbeitgebermarketing reden, natürlich nicht irgendwie Hochglanzbilder oder irgendwelche Propaganda der Personalabteilung sehen, sondern die wollen das The Real Life, das tägliche Leben in so einem Unternehmen sehen. Und das bindet, sage ich mal, die Follower auf den Plattformen, glaube ich, mehr, als wenn du da jeden Tag einfach Instagram missbrauchst als weiteren Ausspielkanal für deine 4C-Printanzeige, die in irgendeinem Fachmagazin rauskommt und die du einfach von innen an den Bildschirm klebst. Ja, das funktioniert nicht. Unsere erfolgreichsten Posts sind immer die, wo Menschen drauf sind und wo Menschen in einigermaßen, sag ich mal, natürlichen Situationen zu sehen sind. Also wir haben in Bayern bei dem Standort, da gab es Stadtradeln, ja, da hat sich ein Team gebildet und die haben dann immer wieder mal Zwischenergebnisse geschickt oder auch Fotos geschickt, wie sie mit dem Fahrrad unterwegs waren. Wir haben Azubis, die eine Kanufahrt machen. Also das sind Dinge, die kommen am besten an und die zeigen halt einfach, woran die Leute interessiert sind. Die wollen keine Propaganda, sondern die wollen durch Social Media einen Einblick in das Leben der Influencer, der Corporates, der Brands haben. Und du musst halt einen Wert schaffen. Ja, der Wert im Recruiting-Bereich oder generell im Employer-Branding-Bereich ist halt, man sagt ja immer, zeig den Leuten nicht, wie toll du bist, sondern zeig, wie toll du mit deinen Dingen, deinen Produkten, deinen Leistungen die anderen machen kannst. Du hast gerade in deinen Schritt gefilmt, das finde ich. Was habe ich? Oh, Entschuldigung, ja. Aber ich habe eine Hose an, ne? Also es ist eine kurze Hose. Du bist unmöglich, das musst du doch nicht noch sagen. Ich habe aber hier noch jemand. Hallo Jack, danke, dass du ins Bild kommst. Ich habe auch hier echt keinen Platz. Entschuldigung, ich muss das so machen. Also, okay. So, Andi, pass auf, ich kann das auch gerade jetzt sagen. Ich habe natürlich einen Techniker hier mit an Bord. Ne? Ja, Technik ist das heutige Thema unserer Sendung. Also ich hoffe, das ist jetzt, glaube ich, die katastrophalste Runde, die wir, was die Technik angeht, haben. Der eine ist ausgefallen und der andere, siehst du, Jack geht schon, der hat schon keinen Bock mehr. Und der andere hat keinen Saft mehr für seinen Laptop. Da hat sich eine Tasche mitgenommen, dachte, das Kabel sei drin. Aber wofür habe ich denn meinen persönlichen Assistenten? Ist ja gut, dass ihr beiden keine Digitalberatung macht, insofern. Also zurück zum Thema. Du, hör mal, du weißt es doch, beim Schreiner knarzt die Tür, ja? Beim Buchhalter stimmt die Buchhaltung nicht und so geht das bei uns dann eben weiter. Genau, aber es geht so eigentlich richtig.
Wie war das noch? Irgendjemand hat mir noch gesagt, das ist hier, wenn du Doppelfinger machst, gibt es da einen bestimmten Ausdruck für. Ach, hier, komme jetzt nicht mehr drauf, aber Selina von unserem Host hier am Factory Campus, die hat mir da, die ist 20 und die hat mir da einen Begriff genannt, wie sich das nennt, wenn man Doppelfinger zeigt. Also irgendwie so Invasion von Stinkefinger irgendwie, aber ich komme nicht mehr auf den Begriff. Und siehe da, er ist wieder. Ich bin übrigens da, schon länger wieder zurück, ne? Ich habe euch zugehört gerade, aber ich wurde nicht irgendwie wieder reingenommen. Ich habe nur kurz abgeschaltet und bin wieder zurück. Das liegt daran, dass unser Techniker gerade dem CIO das Projekt gerade einschalten und das nochmal sagen. Ich konnte leider beim Kabel holen jetzt sich nicht dazuschalten. Alles klar, gut, nur dass aber ihr Bescheid wisst. Da. Was ist das Ergebnis? Ich bin schon wieder schuld. Ja immer gut. Bin ich schuld. Man soll nicht nach dem Schuldigen suchen, sondern das Problem lösen. Geht immer einfacher. Das haben wir jetzt gerade tatsächlich gelöst. Ne? Und dabei hatten wir noch wundervolle Face-to-Face-Talks, der Chris und ich. Ne? Ja, ihr glaubt Face-to-Face, ich habe zugehört. Ja. Du hast aber dann Gott sei Dank nicht gesehen, was wir gemacht haben. 20 Minuten nochmal vielleicht. Wie du in deinen Schritt die Kamera gedreht hast? Nee, habe ich nicht gesehen. Ich dachte, das würde jetzt auch sagen. Christian, bitte übernehmen. Ja, wir können auch die Klassenkasper-Sendung weitermachen. Ja, Mann. Nein. Wir waren Wetten, das wird eure beste Sendung sein. Wetten, das wird die meistgeschaute Sendung sein. Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, wenn das authentisch ist, weil es normal und menschlich ist. Genau. Schritt, Stinkefinger und so weiter. Ne? Mhm. Nee, ich glaube auch, weil bei Social Media mittlerweile jeder halt so aufgeblasen ist und so fake ist. Ich habe wirklich mit ein paar Influencern gearbeitet, wo ich Statistik gefaked habe und Sachen wegretuschiert habe, wo ich mir dachte, so, nicht dein Ernst, weil die wollten einfach nur perfekt nach außen rüberkommen. Und ich glaube, die Menschen sind einfach müde davon. Keiner braucht mehr perfekte Sachen da draußen, weil die uns einfach nur runterziehen. Wenn du jemanden anschaust, der perfekt ist, zieht es dich ja sofort runter. Wenn du siehst, dass jemand nicht ganz perfekt ist, nicht, dass du schadenfroh bist, aber du kannst dich mehr mit dieser Person identifizieren. Und ich glaube, das ist, was es rockt. Das ist es tatsächlich. Wie gesagt, ich verfolge das jetzt nicht so dezidiert, aber wenn du dir mal anschaust, also diese, was ist jetzt? Ja. Wie mir? Wisst ihr, was der jetzt mir gerade gesagt hat? Das muss ich jetzt gerade einwerfen. Das ist kam jetzt hier extra rein und sagte mir, jetzt weißt du mal, jetzt weiß ich, wie es dir geht, weil du jeden Tag immer jemand Perfektes dir gegenüber siehst. Also er meinte sich damit. Also dieses selbstverherrlichende Blablabla. Nein, aber bei dem, geh jetzt raus da. Was ich aber sagen wollte war, wenn du dir diese heißen die Oversize Models oder also jetzt nicht mit, wie? Plus Size. Okay, Plus Size, ja. Plus also, Size oder Oversize. Oversize oder auch tatsächlich, sage ich mal, die vermeintlich perfekten Konfektionen, Modelmaße haben. Die sind ja jetzt teilweise auch auf dem Trip unterwegs, dass sie eben auch mal die nicht retuschierten Teile ihres Körpers zeigen. Also quasi nicht diese strammen Waden, ja, die man sonst immer suggeriert, sondern tatsächlich in Real Life präsentiert, wie es ist, wenn man morgens aufsteht. Oder halt eben ganz einfach gesprochen ohne Schminke. Und tatsächlich funktioniert das. Tatsächlich holen die viel mehr Follower ab als vorher. Ich glaube, Darf war einer der ersten, ne? Die haben da angefangen, Werbung mit Frauen zu zeigen, die Stretchmarks haben, die nicht perfekt sind, die nicht diese Glamour perfekt retuschierte Mädels sind, sondern aus dem Real Life. Und das kam bei denen, glaube ich, auch super an damals, die Werbung, soweit ich beurteilen kann. Die Darf-Werbekampagne war damals schon sehr, sehr stark eine PR-Nummer, ein PR-Stand. Also auch das, was du gerade sagst mit den, sag mal, echten Menschen und Plus-Size oder was auch immer. Ich glaube, das sind vielleicht 10%. Der Rest ist 90% nach wie vor Kategorie eher Sex-Sells oder gescheitertes Topmodel. Ich war nur 3 Zentimeter zu kurz. Oder die sich letztendlich, und das darf man nicht vergessen, glaube ich, psychologisch
so gestrickt sind, dass sie das auch als Teil ihrer Selbstbestätigung brauchen, dass da halt jeden Tag 300.000 Männer vor dem letzten Post sich aufgeilend vor ihren Handys sitzen oder so. Das ist Teil deren, auch deren Persönlichkeit. So, ja, aber das, diese ganze Social-Media-Welt ist, finde ich, genauso oder sogar noch mehr Bling-Bling wie jetzt die alten, klassischen Oldschool-Medien oder so. Ja, jeder kann sich selbst verwirklichen. Es gibt einen sehr schönen Artikel, der dreht sich um Autovermietungen in Zeiten von Social Media. Und bei denen gibt es seit 2-3 Jahren einen ganz massiven Trend, dass sich Leute zum Wochenende einen richtig teuren Sportwagen einfach fürs Wochenende ausleihen, irgendeine Else sich nehmen, auf die Motorhaube legen, sich damit irgendwie schön ein Goldkettchen im Hals posen und dann auf Instagram eine Welt aufmachen und so tun, als würden sie so einen Wagen besitzen. Ja, am Montag wird der dann wieder stillschweigend abgegeben und der geht als Feinblechner bei Ford wieder ans Fließband und abends ins Fitnessstudio. Also da ist halt auch viel Fake dabei oder auch viel wirklich... Zu viel. Ja, surreale Welt. Und das ist natürlich auch eine Gefahr. Ja, wir haben früher immer schon bei den klassischen Medien darüber gesprochen, welche Vorbilder werden eigentlich den Kindern, Jugendlichen da vorgelebt. Das war damals schon, ich kann mich an meine Jugend und Kindheit erinnern, immer schon wieder eine Diskussion, gerade mit Aufkommen des Privatfernsehens. Aber mit Verlaub, wenn man sich heute Aufnahmen von früher Tutti Frutti oder von Knight Rider anguckt, Baywatch, das ist nichts im Vergleich zu dem, was heute im Fernsehen oder gerade auf Social Media stattfindet. Da muss man natürlich halt sich schon auch die Frage stellen, welche langfristigen Folgen hat das eigentlich auch für Kinder und Jugendliche? Mhm. Social Media wird immer jünger. Wir hatten erst Snapchat, jetzt TikTok. Das wird von, ich sag mal, inoffiziell 11- und 12-Jährigen aufwärts am intensivsten benutzt, die eigentlich noch gar nicht rechtsfähig sind oder das überhaupt benutzen dürften. Und die bekommen halt menschliche Ideale vorgestellt, die, sage ich mal, ähnlich eher auch, wenn wir uns mal die ganze Feminismus- oder Emanzipationsbewegung anschauen, teilweise um Jahre zurückwerfen. So, ja, also das, die Dame, die du eben erwähnt hattest, wenn man die googelt, also das jetzt nicht, weil ich dir nachgestellt habe, das will ich damit nicht sagen, sondern die hat halt auch irgendwo direkt stehen, haha, ich interessiere mich total für Mode und ich blogge oder Instagramme da am liebsten drüber. Ja, das sind für mich Themen, die haben keinerlei Zukunft. Da ist keine Substanz drin. Ja, ja, das ist einfach nur, also ich sag mal, bei einer Ernährung... Eintagsfliegen, ne? Bei einer Ernährung würdest du sagen, das sind leere Kalorien. Ja, und es gab früher, als ich noch in der Werbung gearbeitet habe, immer so diesen Gag, dass die Jugendlichen gesagt haben, ja, und was willst du später mal werden? Hier irgendwas mit Werbung. So, dann kam irgendwann was mit Medien. Mhm. Heute, also ich habe selbst live erlebt in der Straßenbahn der 709 in Düsseldorf, wo sich zwei junge Mädels unterhalten haben. Ach, und ich werde Influencerin. Ja, so das wird als Beruf dann auch wahrgenommen. Aber dass die technischen Herausforderungen, ja, die Ausrüstung, die du hast eben von Redaktionsplan gesprochen oder von einer Brand, ja, die haben die viel zu wenig Ahnung von, sondern versuchen das wirklich zu kompensieren, dass sie jeden zweiten Tag bei Primark sich einen neuen Bikini kaufen und damit vor der Kamera rumtanzen. Das ist, wie der Serge sagte, für einen gewissen Grad Reichweite ist das gut, aber das ist nicht nachhaltig und das ist auch kein Beruf. Also sorry, das ist einfach irgendwie, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich das bezeichnen will, Serge, aber das ist leere Kalorien, das ist heute da, morgen weg und glaube ich, ein Trugschluss, dass man damit dauerhaft erfolgreich werden kann. Also du hast eben gesagt... Ich habe 2018 mal... Ich wollte gerade dazu erzählen. Ja. Ich habe 2018 mal ein Shooting in Frankfurt gemacht, also TFP-Shooting, einfach mit einem schönen Mädel geshootet und habe dabei gevloggt, habe gefilmt für meinen YouTube und da ist eine kleine Gruppe von Jungs vorbeigegangen. Weiß ich nicht, 7, 8 Leute, ungefähr so 13 bis 15 Jahre alt. Ne? Wie waren die in dem Alter? Mipse, Popo, oh. Was machen die Jungs? Die schauen, dass ich neben einem schönen Mädel stehe. Die hatte so richtig einen körperanliegenden Sportanzug, sah heftig aus. Und die achten nur auf mich und sagen, bist du YouTuber? Wie können wir dich finden? Wow, YouTube! Das Mädel hat sich überhaupt nicht interessiert. Wo ich mir denke, sag, Jungs, schaut mal, wer neben euch steht. Also ich wäre beim Vorbeigehen einfach nur, hätte ich angestarrt in dem Alter. Die haben sich nur für YouTube interessiert. Fertig aus. Und genauso Neffen und alle anderen bei mir, die sind alle, ich habe nicht eine große Reichweite auf YouTube, aber nichtsdestotrotz, ich bin für die halt so Movie-Star, ne? Ich bin im YouTube. Yeah.
Also sag ich, wenn du jetzt das gerade ansprichst, diese Qualität, ja, die leidet doch alleine schon durch dieses ganze Trash-TV darunter. Also wenn du dir mal diese Kandidaten von irgendwelchen einschlägigen Sendungen anschaust, Paradise Island, Sunrise, Paradise Hotel, keine Ahnung, irgendwie was, da kommen Leute raus, die vorher total unbekannt waren oder relativ unbekannt waren und plötzlich, ja, sind die bei Social Media nicht nur aktiv, sondern auch da erreichen sie wieder immense Followerzahlen. Und das sind doch tatsächlich dann auch Vorbilder für die Jugendlichen, die dann denen suggeriert wird, ja, guck mal hier, also ich will sie nicht alle über einen Kamm scheren, aber weitestgehend nichts in der Birne und du kannst mit nichts in der Birne hier plötzlich ganz viel Geld erzielen, sind dann in einschlägigen Talkshows, in Sendungen noch drin, machen dann auch tatsächlich Product Placement und dann auch Werbung für irgendein Produkt. Suggeriert das nicht denen einfach, also den Jugendlichen, möchte ich nicht in Schutz nehmen jetzt, aber das suggeriert denen doch, dass man eben mit wenig intellektuellem Inhalt, ja, erfolgreich sein kann. Ja, aber ich würde das sehr vorsichtig betrachten, weil irgendwie, ich denke mal, es gab immer schon irgendwas, was Jugendliche beeinflusst hat. Bei uns war das in den 90ern irgendwelche Chuck Norris-Filme, keine Ahnung, Steven Seagal, wo man dann draußen gekämpft hat. Also ich glaube, die wichtigste Teile, glaube ich, bei der Erziehung, wie die Kinder zu Hause erzogen werden und auf was die achten, wenn sie von zu Hause aus nicht gebildet sind, dann werden sie natürlich auf sowas aufspringen. Ich habe zwei unterschiedliche Neffen. Der eine ist, hat versucht, YouTube zu machen, aber der hat so Wissenschaftsshow gemacht. Der hat versucht, selber so Labersteine zu machen und alles für YouTube. Und ihn interessieren überhaupt diesen ganzen fakigen, großen Rapper und gar nicht. Und dann auf der anderen Seite, den anderen Neffen, der ist halt nur auf sowas. Und ich glaube, das kommt auch viel von, also wir können da viel beitragen. Und so Müll drumherum gab es schon immer. Es gab immer diese Zeitschriften, alles. Ich glaube, es ist jetzt ein bisschen einfacher zugänglich, aber man darf nicht Social Media irgendwie komplett dafür verantwortlich machen, würde ich sagen. Nein, also das sollte, da war jetzt nicht mein Ansatz zu sagen, Social Media ist dafür verantwortlich, um Gottes Willen. Der Ansatz war eben, dass auch das, was drumherum eine Rolle spielt, klar, Erziehung ist das grundlegende Element bei sowas, aber was ich damit sagen wollte, war, dass natürlich auch dann, nehmen die Eltern, die auch solche Trash-TV-Sendungen gucken, ich nenne das jetzt mal Hartz-IV-TV, ja, und dann kommen solche Personen dann als erfolgreiche, also vermeintlich erfolgreich, formuliere das anders, vermeintlich erfolgreiche YouTuber oder Instagram-Influencer dann einfach da nochmal auf die Bildfläche und suggerieren dann auch ihren Erfolg und so weiter und so fort. Das bedeutet doch für Kinder einfach auch hier, pass mal auf, nichts gelernt, aber trotzdem hier am Ende des Tages irgendwie Geld verdient. Ja, also ich sag mal, ich glaube halt, dass es schon einen Unterschied gibt zu der Zeit früher oder als wir noch Kinder jünger waren, wie Serge das auch gerade sagte. Natürlich gab es da auch Distraction, also Ablenkung, all diesen Kram. Aber das, was wir heute erleben, ist halt, dass, glaube ich, zwei sehr gefährliche Geschäftsmodelle sich einfach miteinander verquicken. Wenn man sich die klassischen Medien anguckt, gerade die privaten Fernsehsender heute, die tun alles dafür, um halt möglichst hohe Reichweiten, Klickraten zu bekommen, weil die immer noch ein Geschäftsmodell fahren. Werbung verkaufe ich nach Reichweite, nicht nach Erfolg oder nach Abverkauf von irgendwelchen Produkten. Denen kann nichts Besseres passieren, dass irgendwelche skandalträchtigen, tätowierten, Silikonen aufgepumpte sogenannte Influencerin dann ins Big Brother Promi-Haus gehen, sonst was die als prominent mittlerweile bezeichnen. Also tut mir leid, wenn ich irgendwie durchs Fernsehprogramm seppe und dann da irgendwie so eine Sendung sehe, ich kenne da keinen einzigen mehr von. Und das liegt sicherlich nicht daran, weil ich mich nicht irgendwie mit Medien beschäftige, sondern weil die sind auf Instagram erfolgreich mit ein paar erotischen Bildern, bauen sich eine Reichweite auf. RTL greift das auf, verschafft ihnen damit nochmal Reichweite, manifestiert damit diesen Status des sogenannten VIPs. Und das ist, glaube ich, das Gefährliche, dass sich das dann miteinander aufschaukelt. Und dann kommt das, was der Serge gerade eben gesagt hat, oder was wir in der letzten Sendung hatten, glaube ich, dazu. Es gibt halt in Deutschland seit Beginn der Digitalisierung, und das mache ich jetzt mal so seit 1995 ungefähr fest, da konnte man das wirklich absehen, dass sich da auch was im Medienkonsum ändert. Es gab keinerlei Reaktionen in der Politik, in der Gesellschaft oder auch in den Schulen,
Thema Medienkompetenz. Ja, also sorry, du kriegst heute Hauswirtschaftslehre in den Schulen vermittelt, Philosophie und Religionsunterricht, es gibt aber kein Fach, das Medienkompetenz heißt. Ja, und die Eltern, die, woher sollen die das denn wissen? Meine Eltern waren damals schon mit Privatfernsehen überfordert. Wenn ich mir heutige Eltern angucke, die kommen doch schon gar nicht mehr nach. Ja, also ich habe in meinem Freundeskreis Eltern, die haben sich gerade mit Snapchat angefreundet und jetzt kommt schon wieder TikTok und das verstehen die halt auch nicht mehr. Sprich, die können ihre Kinder nicht anleiten, denen nicht helfen, die können auch nicht diese Medienkompetenz vermitteln. Und wenn du keine Medienkompetenz besitzt und dann am Gerät die ganze Zeit auf Instagram diese Menschen siehst und abends, wenn du den Fernseher anschaltest, die auch wieder siehst, dann kriegst du den Eindruck, dass diese Gesellschaft solche Menschen als erfolgreich definiert und damit auch auf den Thron hebt, während es ganz andere Leute gibt, die eigentlich viel mehr leisten oder die viel wichtiger sind, die dann dagegen untergehen, weil die sich medial halt nicht so darstellen können oder auch aufgeschaukelt werden. Wobei man das vielleicht abschließend, und dann, glaube ich, gebe mit dem Serge die Restzeit darauf auch nochmal oder seine Sichtweise zu hören. Es gibt auch positive Beispiele, ja, aber die gehen halt komplett unter. Wenn man sich anschaut, die Dame, die jetzt bei hier Quarks und Co. oder nur noch Quarks moderiert, die MIT, die war früher YouTuberin. Ja, die hat ihre Karriere, genauso wie der Serge das gerade mit seinem Neffen gesagt, damit gestartet, dass sie sich wissenschaftlichen Themen genähert hat. Und die ist dann irgendwann vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen entdeckt worden als Moderatorin. Das macht sie sehr gut. Und ich glaube, dass sie ein enorm gutes Bindeglied ist zwischen der Internetgemeinde, zwischen den klassischen Medien, dass sie sehr gut vermitteln kann, dass sie Wissen gut rüberbringen kann und dass das zum Beispiel ein sehr positives Role Model gerade für junge Frauen sein kann, wenn es um das Thema MINT-Fächer in den Schulen geht oder generell muss ich nur gut aussehen oder bin ich als Frau auch dann attraktiv in dieser Gesellschaft, wenn ich intelligent bin und artikulieren kann. Und ich finde diese Frau enorm klasse. Und die, also verglichen mit diesem ganzen Müll, die kannst du gar nicht hoch genug auf irgendeinen Thron setzen und sagen, Leute, orientiert euch doch bitte an der. Oder ist der Schwierig? Ja. Auf jeden Fall. Also es gibt genug Influencer da draußen, die positiv beeinflussen, die motivieren, die wertvolle Sachen rausbringen. die sich Mühe geben. So. Und vor allem denke ich mal, vermute ich mal, ich würde jetzt nicht behaupten, dass es so ist, aber ich vermute mal, es ist alles noch so frisch, es wird jetzt noch alles irgendwie so überrannt und irgendwann haben wir genug davon und Leute fangen an zu selektieren. A, macht es schon Algorithmus für uns und B, fangen die Leute an, selber irgendwann zu selektieren und Schwachen und Nutzlosen werden sowieso irgendwann entfallen, weil deren Businessmodell nicht nachhaltig ist und die nicht lange irgendwie überleben. Bin ich mir fast sicher. Oder die werden einfach gestrichen, weil schwach und nutzlos, das darf ich zwar jetzt nicht sagen, aber es gibt manche Leute, die fernab von uns leben und regieren, wo dann Einträge einfach, weil sie schlicht und ergreifend falsch sind, bei Twitter und Co. gelöscht werden. Ne? Also das geht dann natürlich auch. Aber in diese Sparte von Mai würde ich auch nochmal gerne reinschlagen. Rezo war ja eben auch so ein Phänomen, ja, der sich tatsächlich da auch in einem Thema gewidmet hat, mit dem er dann auch viele Jugendliche nochmal für diesen Bereich Politik gewinnen konnte. Ja? Und das war natürlich alles andere als irgendwie was Gehyptes, was, sag ich mal, mit Klemmer, mit sonst was. Ja? Also Rezo hat das tatsächlich auch geschafft. Ja? Und das als junger Typ. Und was hat der dann letztendlich auch für dann noch eine nachgelagerte Reichweite bekommen über die Medien, die er damit gar nicht bezweckt hat. Das glaube ich ihm auch. Ja. Ja, oder wir dürfen auch Greta nicht vergessen und Friday for Future. Ja, also die ist auch Influencerin, auch wenn sie es nicht klassisch über Social Media macht, aber die hat es geschafft, wirklich auch die klassischen Medien dazu zu nutzen, um sich selbst in so eine Rolle zu bringen. Und ich glaube, die und Rezo haben zusammen im letzten und in diesem Jahr mehr für die Politik getan, als die etablierten Parteien in den letzten 20 Jahren. Ja, also da war die Antwort immer nur Philipp Amthor, Philipp Amthor, Philipp Amthor. Und mit Verlaub, das wird nicht funktionieren. So, weil im Grunde genommen, ne, wir hatten eben über Stockfotos gesprochen für Instagram. Ja, ich finde solche Personen wie Philipp Amthor, das ist so Stockmaterial der Partei. Ja, wir müssen jünger, wir müssen digitaler rüberkommen. Da wird in den eigenen Reihen gesucht. Dann fallen solche Personen auf und dann werden die dann irgendwie dann in die vorderste Reihe geschickt.
Und es war sehr unfair, den Philipp Amthor so mit dieser Rezo-Geschichte einfach verglühen zu lassen. Jetzt mal unabhängig von seiner Lobby-Geschichte. Aber der Junge konnte da ja gar nichts für. Seine Partei entschieden, okay, du bist jetzt die digitale Antwort auf Rezo. Und die Leute, die Rezo folgen, die haben das natürlich alle sofort verstanden. Und das wurde ja immer lächerlicher, als dann irgendwie die Antwort als PDF irgendwie veröffentlicht worden ist, nicht als Video. Wie kann man sich als einer Partei noch dilettantischer so einem Thema oder so einem Influencer nähern, der mit seiner Botschaft, die ja wirklich, und das muss man ja ganz klar sagen, die Quellenangaben umfasst hat und recherchiert war. Das war absolut halt, sauber recherchiert. Alles. Ja, ja, darüber kann man sich streiten. Er ist halt kein professioneller Wissenschaftler oder Politikwissenschaftler, aber ne, verglichen jetzt mit Attila Hildmann, mit Verlaub oder mit den ganzen Verschwörungstheoretikern, war Rezo wirklich jemand, wo ich sage, so ein Mann ist Gold wert für die Demokratie, so ein Mann ist Gold wert für die Politisierung auch der Jüngeren, gerade in eine positive Richtung. Ja, anstatt da irgendwie mit eigenen parteiinternen Wortwaffen zu schießen, hätte man eigentlich viel, viel mehr vom Tag 1 dieses Videos gucken müssen, dass man von der Bundesregierung oder halt auch aus den Parteien heraus auf ihn zugeht und sagt, okay, dann hilf uns doch. Ja, und statt auf Abwehrreaktionen zu gehen. Oder, Seth? Ja. So wie Google das macht, ne? Sie lassen jedes Jahr jemanden Chrome hacken und sobald die gehackt haben, ab zu Google. Genauso hätten sie machen sollen, quasi richtig gut kritisiert, richtig perfekt geforscht, richtig nachgeschaut. Komm her, hilf uns. Du kennst jetzt unsere Schwachstellen. Was sollen wir machen? Was hast du jetzt für Vorschläge? Und da wird sich auch dann erkennen, ob derjenige einfach nur auf Beef aus war oder wirklich mit Verstand das gemacht hat. Immerhin eine coole Pause dafür. Das ist eigentlich besser hätte es nicht sein können. Ich kriege das gar nicht mit. Vorschläge bringen nicht, kann, weil kritisieren kann jeder. Vorschläge zu bringen ist dann quasi hilft uns. Ja. Ja, das hängt ja auch wieder mit vielen Dingen zusammen in so einer Partei wie jetzt auch in der CDU. Ne? Also wenn man jetzt mal auf die Schwesterpartei Digitalministerin oder Staatssekretärin für Digitales das Ganze runterbricht, das ist ein in sich geschlossenes System. Und in diesem in sich geschlossenen System wird auch ein Rezo dann wahrscheinlich als Fremdkörper wahrgenommen werden. Das ist in vielen Bereichen. Tatsächlich so. Also, aber Dirk, mit Verlaub, Frau Dorothea Bär ist nichts anderes wie Philipp Amthor der CSU. Also ich meine, ich bin der Frau jetzt auch nicht gerade unkritisch gegenüber und ich glaube, dass das alles so ein bisschen Placebo ist, was da betrieben wird, was Digitalisierung in Deutschland angeht. Wenn man sich mit der Dame näher beschäftigt in ihrer Karriere, ja, mit Verlaub, das ist eine junge, hübsche Frau gewesen, die aus der konservativsten Partei aus Bayern, von der CDU, CSU, nach Berlin geschickt worden ist, die sich mit den digitalen Themen beschäftigt. Ja, genauso, also das sind privilegierte, alte, weiße Männer, die in diese Rolle geschubst haben und nach dem Motto gesagt haben, so jetzt mach mal hier einen auf jung, hübsch und digital. Wenn die richtig arbeiten wollen, also ich unterstelle der, die will digitalisieren, aber dann wird das ganz anders laufen. Aber das gibt auch die Politik nicht her. Die Politik ist im Grunde genommen, da schließt sich dann vielleicht auch der Gesprächskreis, ja, das, was wir in der Politik erleben und auch in den letzten Jahren immer mehr erleben, ist ja nichts anderes wie Influencer-Marketing oder in irgendeiner Form der Kampf um Reichweiten und Einfluss oder statt um Konsumenten und um Wähler. Und da werden ja mittlerweile teilweise auch die abstrusesten Wege gegangen. Einige Politiker sind mittlerweile ganz gut drin, viele sind nicht gut drin. Aber um das abzuschließen mit Rezo zum Beispiel, ich glaube auch nicht, dass die Rolle von Rezo bei einer Partei, wenn man in den Dialog gegangen wäre, das Kritisieren gewesen ist, sondern ich glaube, dass solche Leute wie der Rezo die Jugendlichen viel besser verstehen als jeder 50-jährige weiße CDU-Politiker. Und der kann, glaube ich, viel mehr vermitteln zwischen den Interessen, den Sorgen und den Problemen, die diese jungen Menschen haben und dem, was eine Partei heute leisten muss. Da geht es nicht darum, einfach nur um billige Kritik oder zeig uns unsere Marketing-Schwachpunkte auf und wir korrigieren das. Sondern die haben alle nicht verstanden, dass der Rezo eigentlich die Chance gewesen wäre, die Parteien wirklich durch Dialog zu erneuern und die Jugendlichen und auch gerade zum Beispiel die Fridays for Future-Bewegung stärker wieder auch in die Politik oder in die Parteien zu führen. Natürlich. Mhm. Sie wollen es einfach nicht. Das ist der Punkt. Nein, Sie verstehen es nicht. Also, ja, ich glaube, dass sie es tatsächlich auch nicht wollen, weil das würde ja bedeuten, sie kommen aus ihrer Komfortzone raus. Und das wird ein bisschen. Sie sind aber resistent, ne? Bitte?
Die sind einfach resistent gegenüber neuen Sachen. Das hat ja immer schon funktioniert. Genau, Beratung. Deutschland hat ja immer schon so funktioniert. Genau, das ist ja auch häufig das Phänomen, um das vielleicht auch nochmal so abzuschließen, bei Geschäftsmodellen. Ich will jetzt nicht wieder Automobilindustrie anprangern, sonst kommt der Chris wieder mit ins Spiel. Aber Automobilindustrie ist doch genau das gleiche Phänomen. Ja? Die bleiben einfach auf ihrem Standpunkt sitzen und die gehen komplett an dem Customer Purpose vorbei. Ja, also was soll ich dazu sagen? Das zieht sich durch alle Bereiche durch. Ja? Mhm. Politik, ja. Wirtschaft, Soziales. Ja? Jeder bleibt in seiner Komfortzone. Halt, ne? Und Lobbyismus natürlich auch häufig. Ja? Und da kommt so ein Reso natürlich und bricht da raus und holt auch tatsächlich Leute ab. Ja, also vielleicht von meiner Seite aus als Schlusswort. Ich mache das ja nun schon sehr lange mit der Digitalisierung, auch mit Social Media. Wenn ich überlege, auch die ersten Republikas, wo ich war in Berlin als Konferenz, wo halt genau solche digitalen Themen oder Social Media immer wieder da war. In der Anfangszeit haben wir alle gedacht und gehofft, dass das Internet und Social Media zu einer Demokratisierung führt, zu einer stärkeren Mitbestimmung, zu einer stärkeren Verbreitung von politischen Themen, gesellschaftlichem Engagement. Und heute, wenn man sich das genau anguckt, war das eine sehr romantische Vorstellung. Im Grunde genommen ist es in der digitalen Welt genauso wie in der analogen. Der das meiste Geld, die meiste Macht oder die besten Anwälte hat oder die beste Marketingabteilung, setzt sich halt letztendlich durch. Der Serge hatte das eben auch gesagt mit den Budgets bei den Influencern. Und das ist halt die große Gefahr, die wir in unseren Medien oder auch im Internet nach wie vor haben, dass die Leute sehr anfällig sind, sage ich mal eher für diese Manipulation auch oder diese einfachen Dinge. Du hast gerade von der Automobilindustrie gesprochen, nur ein letztes Beispiel. Ja, also es gibt genug Leute, die Autofans sind, genug Leute, die hier in der Automobilindustrie arbeiten und die werden natürlich in ihrer digitalen Umfeld und Welt, werden die natürlich für die Automobilindustrie genauso trommeln wie ich, der, sage ich mal, ein ganz klarer Feind dieser ganzen Subvention ist. Das Land Niedersachsen hat jetzt schon wieder gesagt, wir müssen noch mehr Geld in die Autokonzerne stecken. Sorry, wenn ich mir die wirtschaftliche Realität angucke, dann ist die anders. Und das ist in vielen anderen Bereichen genauso. Ja, im Fernsehen werden immer die Leuchttürme gezeigt von irgendwelchen Schulen, wo das während Corona total toll geklappt hat. De facto bei 90% aller Schulen hat es nicht geklappt. Ja, die Medien haben halt auch da eine Verantwortung, der sie auch dann nicht immer gerecht werden, genauso wie die Politik. Ja, was soll man da erwarten, wenn man heutzutage immer noch Religionsunterricht hat und keine Programmierung in der Schule, ne? Ja. Ja, das stimmt. Ja, eigentlich die perfekte Botschaft. Ich sag euch vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen und euch für die Diskussion. Und ich glaube, das schreit nach Fortführung. Jetzt wollen wir nochmal was Schönes hier zeigen. Da ist einer, der ist, sieht man das? Der ist mega, mega entspannt. Ja, der ist mega entspannt. Mhm. Und in dem Sinne wünsche ich euch einen ruhigen, entspannten Abend. Und nächste Woche Donnerstag hören und sehen wir uns wieder. Gott sei Dank. Ich hatte schon Angst, er macht jetzt die Beine breit. Wer ich? Das schneiden wir nachher raus, du Drecksack. Ja, also das schneiden wir auch raus. Bis dahin. Tschüss. Ciao.